Oh mein Gott, haben wir uns lange nicht gesehen, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt noch wisst, wer ich bin. Wo war ich denn die ganze Zeit? Genau darum wird es in diesem Video gehen. Wo war ich? Wo bin ich jetzt? Und wo wird es künftig hingehen? Wo ich war, ist eigentlich ganz easy gesagt. Und zwar bin ich umgezogen. Klingt recht unspektakulär, ist es ja eigentlich auch. Aber es waren ein paar Probleme dabei, die ich nicht so ganz bedacht habe. Und darum hat sich das alles sehr verzögert. Deswegen kam lange Zeit nichts von mir. Weder hier noch auf TikTok. Das soll sich künftig aber wieder ändern. Und wie sich das ändern wird und was ich vorbereitet habe und wie ihr mir dabei helfen könnt, das werde ich euch in diesem Video erklären. Ich habe nämlich auch eine ganz wichtige Frage an euch. Also bitte bleibt dran, schaut euch das Video an. Und dann lasst uns am Ende in den Kommentaren darüber reden. Also erstens, ich bin umgezogen. Es ist so, wir haben in München gewohnt in einem Mehrgenerationenhaus. Das heißt, es ist ein Haus, eine Doppelhaushälfte in dem Fall. Aber es ist unterteilt in zwei Wohnungen. Ja, das macht man im Normalfall. Oben wohnt die Familie, unten wohnt die Oma oder oben wohnen die Eltern, unten wohnt das Kind. Hat Vorteile. Wir haben es so gemacht, dass die Wohnung unten mein Fotostudio war und Streaming etc. Da habe ich auch meine Videos gedreht und oben haben wir gewohnt. Das hat aber dazu geführt, dass ich halt den ganzen Tag unten war. Ja, und wir haben uns so als Family halt einfach ein bisschen auseinandergelebt. Ist schwer zu erklären. Man ist ja trotzdem im selben Haus, aber es ist halt alles getrennt. Es gibt unten auch eine Küche, es gibt unten auch ein Bad und wir wollten es so einfach nicht mehr haben. Außerdem wollten wir einfach weg von München. Wir sind nicht weit von München weggezogen, aber wir wollten einfach so ein bisschen mehr raus aufs Land, mehr raus in die Natur. Auch ein Grund, dass du da halt einfach viel mehr für dein Geld bekommst. Ja, wir haben den Plan gefasst und wir haben ihn in die Tat umgesetzt, haben uns ein anderes Haus gesucht, sind umgezogen. Mir war natürlich klar, dass ich während dem Umzug einige Zeit keine Videos drehen kann. Ich habe gedacht, so 2, 3 Wochen, maximal 4 Wochen, wo ich nichts liefern kann. Und da war der Plan, der Hausi ist ja nicht dumm, dass ich einfach ein paar Videos vorproduziere, die bei YouTube hochlade und dann kann man ja schön setzen, wann er diese Videos veröffentlichen soll. Jetzt steckten wir allerdings schon mitten im Umzug. Bei mir zu Hause sah es aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Also habe ich mir gedacht, komm, fährst du zu deiner Mutter, die ist zu dem Zeitpunkt im Urlaub, drehst du bei der. Gesagt, getan, fahre ich dahin, habe erstmal die Möbel umgestellt, umgeräumt, umgebaut, Hintergrund gesucht, Kamera aufgestellt und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch eine Kamera, bei der ich mich nicht sehen kann. Ja, die Sony A6300, das ist jetzt meine Webcam. Und zum Videos drehen habe ich mir jetzt eine Sony A6400 geholt, da kann man den Display umklappen und ich sehe mich jetzt auch gerade. Auf jeden Fall habe ich ein paar Testaufnahmen gemacht, um zu schauen, ob das Licht und alles passt, war alles wunderbar und dann habe ich angefangen zu drehen und zu drehen und zu drehen und zu drehen. Ich habe ein Q&A gedreht, ich habe gedreht, was künftig alles kommen wird, ich habe ein paar Comedy-Sachen gemacht, ich habe, glaube ich, 3 Stunden locker gedreht. Ja? Es ist dumm, brauchen wir gar nicht reden, aber ich habe die Aufnahmen halt zwischendrin nicht überprüft, weil ich das ja am Anfang gemacht habe und habe gesagt, das passt. Zu Hause angekommen, Speicherkarte in den PC und es war alles gnadenlos überbelichtet. Aber so überbelichtet, da konntest du nichts mehr retten. Teilweise Autofokus, absolut keine Chance, daraus irgendwas zu basteln. War nicht nur so, dass ich dann gesagt habe, Mist, ich habe jetzt kein Material, sondern ich habe auch so einen Hals gehabt. Ja, es hat mich einfach tierisch angekotzt. Es waren davor schon viele Sachen, hier mal die Kamera nicht funktioniert, da mal das Mikrofon nicht funktioniert, weil alles nur so halb irgendwie gemacht war und das hat mich einfach tierisch genervt. Das gilt auch für den Stream, das gilt für den Stream-Background, das gilt fürs Aufnehmen meiner Let's Plays, das gilt für den Schnitt von meinen Let's Plays, für die Speicherung all meiner Daten. Das war alles so Dinge, wo ich gesagt habe, es ist halt nicht optimal, ja. Es ist halt alles auch mit Geld verbunden und ich habe gesagt, es reicht ja, aber es hat echt tierisch viel Ärger gemacht. Ich habe so viele Let's Plays aufgenommen, die danach einfach zum Beispiel keinen Ton hatten oder er hat es gar nicht aufgenommen. Was auch dafür gesorgt hat, dass mir ganze Serien flöten gegangen sind. Wir haben ja zum Beispiel mit Hydron hier angefangen. Das Spiel hat echt gebockt und ich hätte auch gerne weitergemacht. Ich habe Teil 2 gedreht, ich habe Teil 3 gedreht. Er hat das Spiel nicht aufgenommen. Jetzt war ich im Spiel aber auch weiter, sprich ich hätte dann Teil 2 rausgebracht und wäre schon viel weiter gewesen. Ja Leute, da habe ich einfach keinen Bock drauf und irgendwann bist du auch so demotiviert und runtergezogen. Es hat mich einfach nur noch gelangweilt. Also habe ich gesagt, nach meinem Umzug werde ich alles anders machen. Andere Kamera, für besseren Ton sorgen, meine Daten anders speichern, meine Daten anders überwachen. Mehrere Monitore, damit ich auch währenddessen prüfen kann, ob alles so läuft, wie ich es mir vorstelle. Besseres Internet. Ich habe mir jede Menge Dinge überlegt, die ich machen wollte. Aber immer wenn ich jetzt gesagt habe, ich fange jetzt wieder an mit meinen Videos oder mit meinen Let's Plays, habe ich mir gedacht, ja, wenn ich jetzt noch eine Woche warte, habe ich ja mein neues Mikrofon. Ja, wenn ich jetzt noch eine Woche warte, habe ich meine neue Kamera. Ja, wenn ich jetzt noch eine Woche warte, dann habe ich meinen neuen Schreibtisch. Ja, und so ging es halt immer weiter, immer weiter. Schreibtisch ist ein gutes Stichwort. Ich habe einen Schreibtisch bestellt, einen richtig fetten, riesengroßen Schreibtisch. Hieß es eigentlich 2 Wochen Lieferzeit. Nach 2 Wochen hat es geheißen, tut mir leid, da kommt noch eine Woche dazu. Dann hat es geheißen, da kommt noch eine Woche dazu. Dann hat es geheißen, da kommt noch eine Woche dazu. Dann habe ich irgendwann gesagt, ihr könnt mich kreuzweise. Hab den Schreibtisch woanders bestellt. Der war innerhalb von 3 Tagen da. Er sah so scheiße aus. Er sah so
es ging gar nicht, ja. Also Schreibtisch zurückgeschickt, hab mir da eine Platte zuschneiden lassen. Dann habe ich mir so Akustikschaumstoff geholt, habe ihn an die Wand geklebt, extra mit Akustikschaumsprühkleber. Stunden, Leute, Stunden habe ich diese Wände beklebt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Stunden ich hier unten Wände beklebt habe. Am nächsten Tag komme ich runter in meinen Gaming Room und wo liegen die Schaumstoffplatten? Am Fußboden. Da ist dann erstmal wieder so ein Tag dahinter, wo du sagst, ich habe keinen Bock mehr, ich mache nicht mehr weiter. Ja. Sei es drum, wie ihr sehen könnt, hat der Gaming Room echt Gestalt angenommen. Ich habe auch schon ein paar Let's Plays aufgenommen. Es läuft alles mittlerweile richtig gut. Ich habe viel besseren Ton, ich habe eine viel bessere Kamera. Leute, meine Let's Plays werden in der Qualität steigen, meine Streams werden in der Qualität steigen und auch meine TikToks werden in der Qualität steigen. Ich habe jetzt ein Ansteckmikrofon. Ich habe mir einfach ein paar Sachen besorgt, die mir die Arbeit vereinfachen. Ihr dürft nämlich nicht vergessen, wie unglaublich zeitintensiv es ist, so YouTube-Videos zu machen. Du musst schon mal 2-3 Stunden zocken, damit du genug Material zusammen hast. Ich muss mir ja auch während dem Spiel immer wieder mal überlegen, was sage ich jetzt, wie stelle ich das da, dann mache ich Szenen nochmal, damit es einfach besser passt. Und danach kommt der Schnitt und da lege ich sehr viel Wert drauf. Ihr dürft nicht vergessen, ich bin allein, ich habe keine 5 Cutter, die das für mich schneiden. Ich muss das alles selber schneiden und es ist wirklich viel Arbeit. Das kann man vielleicht, wenn man selber nicht Let's Playt oder beziehungsweise wenn man seine Videos nicht so cuttet, nicht so ganz nachvollziehen. Und deshalb war für mich klar, ich muss meine Arbeitsabläufe optimieren. Ich muss mir besser das Equipment suchen, damit ich dann nicht noch Schere rein habe, von wegen der Ton passt nicht, der ist nicht synchron oder weiß der Teufel was. Ich habe mich drum gekümmert und ab jetzt sollte alles viel besser laufen. Ihr werdet davon gar nicht so viel mitbekommen, ja, außer vielleicht, dass mein Ton etwas besser ist. Aber woran ihr es merken könnt, dadurch, dass ich jetzt viel schneller arbeiten kann, kann ich auch viel routinierter meine Videos rausballern. Ich kann die Zeiten, die ich euch genannt habe, auch einhalten. Und dann ist nicht einfach mal ein Sonntag, wo halt dann kein Video kommt. So, und da komme ich jetzt zu dem Punkt, wo gehen wir hin? Mein Plan ist nämlich, dass es so weitergeht wie bisher, sprich am Montag ein Let's Play, am Freitag ein Let's Play und am Sonntag ein Special. Sonntag Special wird nach wie vor so bleiben, dass ich halt Reactions mache, mir irgendwelche anderen Videos angucke, vielleicht auch mal irgendwelche Challenges mache. Da dürft ihr mir gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich mag mich auch mal mit anderen YouTubern und anderen TikTokern zusammenschließen, dass wir mal eine Flachwitz-Challenge machen oder ähnliches. Bei Let's Plays habe ich mir überlegt, dass wir es so machen könnten, am Montag machen wir eine Serie. Aber nicht nur eine. Zum Beispiel, ich spiele ja FNAF. Dass wir dann sagen, FNAF ist ein wiederkehrender Titel am Montag. Dann können wir uns ja von mir aus noch irgendein Survival-Game oder irgendwas raussuchen. Und dann kommt immer montags ein weiterer Teil von irgendeiner Serie. Und am Freitag würde ich gerne verschiedene Formate testen, wie zum Beispiel neue Indie-Games. Ja, ich möchte mich da auch mal mit Entwicklern kurz schließen. Vielleicht habe ich mittlerweile die Möglichkeit, dass ich sage, ich kriege auch mal Spiele vorab zum Testen. Generell möchte ich Spiele testen. Ich möchte komplette Games zocken, wie zum Beispiel Convenience Store, was echt gut ankam. Auf sowas habe ich richtig Bock. Also Freitag möchte ich mich so ein bisschen ausprobieren, aber im Bereich Gaming. Der Sonntag bleibt einfach Gaudi, mal gucken. Wie gesagt, ich freue mich über Vorschläge. Und Montag Gaming, aber Serien. Das wäre jetzt so mein Plan. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr unten in die Kommentare schreibt, was ihr davon haltet. Interessiert ihr euch überhaupt für so Indie-Titel? Ich habe auch mal eine Zeit lang Fatman's Test gemacht, wo ich so die schlechtesten Stream-Spiele getestet habe. Ist das interessant für euch? Bitte, Leute, lasst es mich wissen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt Livestreaming. Das ist der Punkt, den ich am Anfang angesprochen habe, wo ich echt mit euch diskutieren möchte. Und zwar möchte ich wieder streamen. Erst einmal unregelmäßig, weil ich muss mich jetzt auch erstmal wiederfinden und ich muss schauen, wie viel Arbeit das mit YouTube wird. Aber ich zocke eigentlich fast jeden Abend mit Freunden. Warum soll ich es nicht streamen? Also ich hätte da Bock drauf, aber meine Frage an euch ist, YouTube oder Twitch? Ich habe auf YouTube viel mehr Abonnenten als bei Twitch. Ich habe bei Twitch, glaube ich, so um die 400 Follower. Trotzdem schauen bei Twitch und bei YouTube ungefähr gleich viele Leute zu, was ich persönlich nicht so ganz verstehen kann. Man hat, wenn man auf Twitch streamt, um einiges mehr Möglichkeiten. Ja, also ich kann meine Streams da schon um einiges besser gestalten. Man kann eben Clips aufzeichnen, was ich mega feier. Bei YouTube spielt mir das Ganze aber in die Karten in Form von Watchtime, ja, was wiederum meine CPM verbessert. Wir reden hier allerdings um Summen, die noch absolut uninteressant sind. Also mir persönlich ist es eigentlich egal, wo ich streame. Aber eure Meinung ist mir wichtig, Leute. Wenn ihr sagt, nee, Livestream gucke ich nur auf Twitch, dann bitte schreibt mir das in die Kommentare. Und jetzt komme ich noch zu einem eher unangenehmen Teil. Ja, ich muss es leider ansprechen. Kanalmitgliedschaft. Es ist nämlich so, dass wenn man auf YouTube 30.000 Abonnenten hat, kann man kostenpflichtig abonniert werden. Ich habe allerdings einen Gaming-Channel und bei Gaming ist es schon ab 7.000 Abonnenten möglich. Und so war es jetzt. YouTube hat mir geschrieben, sie haben gegönnt. Man kann jetzt bei mir eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Das Problem bei der ganzen Sache ist,
A, ich hätte es gar nicht erwähnt, aber ich muss ein Video machen, weil sonst kann ich die Funktion gar nicht freischalten. Ja, dann schalt die Funktion doch nicht frei. Ja, habt ihr schon recht. Es ist aber so, dass mein Setup und alles drum und dran wirklich nicht günstig ist. Ich wahnsinnig viel Arbeit in meine Videos reinstecke und ihr braucht mich dafür nicht bezahlen. Also gar keine Frage. Der größte Support ist nach wie vor Video anschauen, Video liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Das ist der größte Gefallen, den ihr mir tun könnt. Die absoluten Ehrenmänner folgen dann noch auf Insta oder kommen im Livestream vorbei. Aber ihr könnt mich so krass supporten, ohne dass ihr irgendetwas dafür bezahlt. Gar keine Frage. Es ist aber echt, und das ist kein Witz, oft so, dass mich Leute anschreiben, hey Hausi, wie kann ich dich supporten? Wie kann ich dir irgendwas zahlen, kaufen? Und ich sage, Leute, lasst es. Aber da wird dann auf die ersten Dinge, mir wird bei PayPal einfach Geld überwiesen. Ihr habt nichts davon, Leute. Also möchte ich die Kanalmitgliedschaft freischalten, aber ihr braucht sie nicht abschließen. Es ist bei der Kanalmitgliedschaft so, ich kann zum Beispiel sagen, bestimmte Funktionen kriegen die, die nicht bezahlen, nicht. Ja? Ich kann zum Beispiel sagen, die Sonntagsvideos, die kriegen nur die Leute, die dafür bezahlen. Leute würde ich niemals machen, schon allein deswegen, weil ich dann gar keine Views mehr habe. Aber ich habe lange rum überlegt, weil ich möchte denen, die nicht bezahlen, nicht irgendeinen Content vorenthalten oder überhaupt irgendwas vorenthalten, weil finde ich einfach nicht richtig. Andererseits kann ich aber nicht sagen, dass die, wo bezahlt haben, gar nichts dafür kriegen. Und drum habe ich einfach jetzt ein paar Ränge gemacht, die sind auch noch nicht so ganz fertig ausgebaut. Aber ihr bekommt da nicht viel, ja, ihr bekommt ein paar Emojis, bei irgendeinem Rang bekommt ihr dann Mod in meinem Livestream. Das sind alles Sachen, muss man die haben, also wisst ihr, ich will es euch nicht zu attraktiv machen, da irgendwas zu bezahlen. Ich will quasi, dass ihr da draufklickt und sagt, nee, brauche ich nicht, zahle ich nicht dafür. Und dann ist das für mich völlig in Ordnung. Ich will aber auch, dass die, wo sagen, hey, ich bezahle, einfach Support ist kein Mord, ich möchte denjenigen unterstützen, dass die dann halt auch irgendwas bekommen. Das war's zur Kanalmitgliedschaft, mehr möchte ich da groß gar nicht drüber sagen. Nach wie vor der beste Support ist einfach, seid aktiv. Schaut meine Videos, liked meine Videos, kommentiert meine Videos. Checkt gerne auch meine anderen Plattformen ab, TikTok, Instagram. Kommt auf unseren Discord, lasst uns zusammen zocken. Zurzeit zocken wir mit der Community Among Us. Also Freunde, Fatman's Group ist die beste. Ich bin froh, wieder da zu sein. Ich habe euch alle so vermisst, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ab jetzt geht's wieder richtig rund. Bis dahin.